Das Spiel gegen die USA ist vorbei. Bei mir ist Joel Gosin. Hallo. Hallo. Wir fangen mal mit dem Spiel gestern an. Es war nicht so dein goldener Tag. Wie motiviert man sich dann persönlich für das Spiel heute und wie hat sich das Team motiviert? Ja, es geht einfach darum, das Turnier so gut wie möglich abzuschließen. Ja? Weil wir alle wissen im Team, wir haben eigentlich eine gute Leistung gebracht bisher. Obwohl das für den Außenstehenden vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, aber wenn man gegen Finnland, Schweden beginnt, das sind eine Macht im Floorball halt, oder? Und da haben wir bestimmt schon viel Kraft verloren, ja. Das war vielleicht bestimmt ein Nachteil für uns, ja. Aber es ging für uns darum, um Wiedergutmachung und das Turnier gut abzuschließen, ja. Jetzt bist du schon länger mit dabei, bist du so eine Stütze oder der alte Hase im Team, kannst die jungen Hasen leiten? Ja, das hat mir der Trainer auch vermittelt. Ja. Ich soll die Jungen ein bisschen führen, organisieren, viel sprechen miteinander und die an das Niveau heranführen, die unterstützen. Und ich denke, die Aufgabe liegt mir auch. Ja. Das gefällt mir. Jetzt haben wir aus internen Kreisen gehört, dass du ganz stark bist, jemanden nachzumachen, den Oliver Kahn. Können wir da mal eine Kostprobe von sehen? Ich bin nicht so ein spontaner Typ. Mal gucken, vielleicht kursiert irgendwann mal eine Version auf YouTube oder so. Aber das stimmt. Ja, da gab es mal so eine Nummer mit Janik Kohler zusammen. Ab und zu machen wir mal so einen Spaß, das stimmt. Und mal schauen. Vielleicht wird mal was veröffentlicht, ja. Also die Stimmung ist weiterhin gut im Team? Ja klar, das ist wichtig, dass die Leute bei Laune bleiben und dass man nicht in so einen Negativstrudel kommt. Und da haben wir wirklich klasse Leute und das macht Spaß, ja. Dann weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön. Bitte schön. Danke.